Ja, manchmal muss man sich Dinge einfach wagen, auch wenn es erstmal schwierig wirkt. Notiz: Fliegen erhalten. Fliegen. Faye hat Colin empfohlen, sich bei einem Flughafen zu erkundigen. Ja. Wenn man selber nicht weiter weiß, einfach mal die Leute zu denen hingehen und fragen, die es wissen. Ja, oh, das Cello, okay. Es ist recht überfüllt hier draußen. Lass uns wieder reingehen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Finding Paradise. Wir haben beim letzten Mal hier die Geburt vom kleinen Asher gesehen. Hehe. Und jetzt haben wir eigentlich auch schon alles vorbereitet, um ja, hier das, um hier in die nächste Erinnerung zu gehen. Hier, zack, den Papierflieger, den er geworfen hat. Vorbereiten. Dam, di, dam, di, dam, di, dam, dam. Können den nicht nach oben schieben, dann machen wir Folgendes. Wir schieben das hier mal nach rechts, dann können wir den hier machen. Oh, okay. Dann halt nicht. Ich hatte gehofft, es schubst sich dann automatisch auch nach rechts, aber dann halt nicht. Dann machen wir es halt alles manuell. Was ist eigentlich, wenn ich hier. Okay. Ding. Da ist er. Und damit, liebe Leute, Energie. Wie könnte ich das, wenn ich mich nicht anders fühle als das Kind, das ich gestern noch war? Du bist anders. Du bist auch anders als der Mann, den ich damals kennengelernt habe. Wow, ganz schön weit weg. Wo ist er? Wurden wir vom Spawnpunkt abgedrängt? Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Oh, was kommt jetzt? Diddle ding ding dam diddle. Er ist auf der anderen Seite, oder? Wir könnten einfach. Shh. Neil. Alles, was wir tun müssten, ist, über diese Mauer zu kommen. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber bitte verkompliziere die Ma Sache nicht. Keine Sorge, es geht kaum einfacher als das hier. Dö-dö-dö-dö. Ist das ein Greifhaken? Komm schon, lass mir meinen Spaß. Ich wollte das schon immer mal probieren. Na gut, es ist immerhin simpel genug. Ja. Ach so. Ich spüre es, Eva. Was? Dieser Greifhaken ist der Greifhaken, der den Himmel durchbrechen wird. Ach Gottchen. Oh Mann. Mensch, bring Neptun sofort wieder auf die richtige Größe und zurück in den Orbit. Beruhig dich, das war Steuerung C, nicht Steuerung X. Und außerdem zum Teil prozentual generiert. Jetzt muss ich nur eben noch die lokale Gravitation einschalten. Warte, was? Ach Gottchen. Was ist kaputt bei dir? Was? Du hast gesagt, dass ich den Greifhaken benutzen darf. Und lass uns einfach die Gravitation wieder abschalten und. Ja, nun lass uns einmal die Gravitation wieder abschalten und. Tschüss, Neptom, danke fürs Mitnehmen. Oh Mann. Der Planet war wenigstens kleiner als dein Ego. Wie bitte? Ach, nichts. Los, gehen wir. Oh Mann.
Diese unerwarteten Zwischenszenen auch immer. Schön. Ach, man bleibt wohl gerne etwas länger auf. Ja. Post ist gar nicht erst zu versuchen. Er wird nicht rüberfliegen. Wir sind zu weit auseinander. Also, hast du vor, dir eine Geschichte noch zu Ende zu erzählen? Die mit dem verletzten Vogel, den du als Kind gefunden hast. Ach, da gibt's nicht so viel zu erzählen. Du weißt ja, wie sowas ausgeht. Der Vogel hatte einen gebrochenen Flügel und ich habe mich eine Weile um ihn gekümmert. Danach hat ihn die Tierärztin aufgenommen, aber... Aber was? Aber ich habe versucht, ihn zurückzuholen. Dachtest du könntest besser auf ihn aufpassen? Natürlich nicht. Ich wusste, dass es falsch war. Dann warum? Weil er mein einziger Freund war, schätze ich. Ich wollte ihn einfach nicht verlieren. Wow, mit dir, mir kommen die Tränen. Ich würde dir ja ein Taschentuch, für einen Hund oder eine Katze geben, aber für einen Vogel? Du hast doch einen Vogel. Ich wusste es. Hätte ich es mal lieber nicht erzählt. Ja. Jeder, dem ich die Geschichte bisher erzählt habe, hat so gedacht oder war gelangweilt. Ja, da kann ich dir auch nicht helfen. Aber jeder hat seine eigene Sicht der Dinge, weißt du? Vielleicht ist das normal, dass es sie nicht so interessiert, dass es sie nicht so interessiert hat. Vielleicht hatte der Vogel für sie eine andere Bedeutung, als er es für dich hatte. Oder vielleicht bist du auch einfach nur ziemlich schlecht darin, die Geschichte zu erzählen. Ich wollte nur, dass sie mich verstehen. Hat ja nicht gut funktioniert, wie es scheint. Nicht jede Geschichte ist dazu gedacht, erzählt zu werden, weißt du? Manche von ihnen sind dazu gedacht, sie für sich zu behalten. Also, wie ist es ausgegangen? Ich glaube, der Vogel ist weggeflogen. Ich glaube, ich hatte ihn verloren, aber er kam eines Tages zurück, um sich zu verabschieden. Du glaubst? Ich weiß es nicht mehr genau. Damals konnte ich kaum zwischen Realität und Traum unterscheiden. Ich habe wohl etwas zu sehr in meinem Kopf gelebt. Oh, du wirst langsam besser. Ich habe früher oft geträumt, ich würde mit einem großen Papierflieger abheben. Und das ist die Geschichte von A Bird Story. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind durch die ganze Welt geflogen und haben alle möglichen tollen Dinge gesehen. Ich konnte einfach so von Balkon zu Balkon fliegen. Das ist ganz schön bescheuert. Man kann doch nicht auf Papierfliegern fliegen, Dummerchen. Nein, schon klar. Hey, wenn du wirklich so sehr fliegen möchtest, warum wirst du dann nicht einfach Pilot? Ha. Moment mal, du meinst das ernst? Ja klar, warum denn nicht? Was meinst du mit warum denn nicht? Man kann nicht einfach Pilot werden. Warum kann man nicht? Weil, wie? Nun, Flugzeuge starten von Flughäfen, oder? Du könntest zu einem gehen und dort nachfragen. Das ist... Wenn es doch nur so einfach wäre. Wenn du es versuchen würdest, wäre es das vielleicht. Sie ist smart. Oh, da geht's Licht an. Ich muss gehen, Colin. Ich weiß. Tschüssi. Hey.
Ich werde morgen nach einem Flughafen schauen. Ja, manchmal muss man sich Dinge einfach wagen, auch wenn es erstmal schwierig wirkt. Notiz: Fliegen erhalten. Fliegen. Faye hat Colin empfohlen, sich bei einem Flughafen zu erkundigen. Ja. Wenn man selber nicht weiter weiß, einfach mal die Leute zu denen hingehen und fragen, die es wissen. Ja, das Cello, okay. Es ist recht überfüllt hier draußen. Lass uns wieder reingehen. Colins Cello, okay. Ja, dann gehen wir mal wieder rein. Wow, als ob er mit einem Posterausverkauf zusammengerasselt wäre. Oder mit der Pubertät. Oder sich Pac-Man. Waka, 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 waka. Okay. Bei so einem Balkonzimmer müssen seine Eltern aber fest davon ausgehen, dass er nicht schlafwandelt. Stimmt. Ja, das wäre sonst ein bisschen ungünstig. Könnte ein bisschen wehtun. Im Bücherregal liegt ein Plüschwaddock. Das Poster zu einem Horrorfilm. Hm? Hätte nicht gedacht, dass er darauf steht. Tja. Vielleicht nicht direkt, aber vielleicht hat er sich ja von jemandem dazu überreden lassen, den er sehr mag. Diverse Videokassetten mit Sci-Fi und Horrorfilmen und Klassikern. Ist dann darauf eingegangen, um nicht blöd dazustehen. Sowas kennt man ja. Manchmal machten Leute komische Dinge. Ja. Ein Poster einer tropischen Insel, umgeben von Lagune und einem Korallenriff. Das kommt mir bekannt vor. Es ist der gleiche Ort wie auf dem Gemälde, das er in seinen späteren Jahren über dem Bett hängen hat. Oh, stimmt. Ich habe genau das gleiche Bild vorhin auf dem Dachboden gesehen. Für einen Teenager hat er aber einen ganz schön altmodischen Postergeschmack. Ja, und was ist jetzt hier unser... Nun ja, das freundliche Mädchen von nebenan ist natürlich auf dem Weg, zum Fliegen inspiriert zu werden. Stimmt. Ja. Aber wo ist unser... Dings, ich meine, wenn du wirklich unbedingt fliegen willst, sagte Faye, warum wirst du nicht einfach Pilot? Das grüne Buch aus dem Regal ist also einfach nur ein Tagebuch? Scheint so. Oh, also sie hat es gesagt. Ich sollte mehr darauf achten, wer das spricht. Bin ich heute irgendwie ganz grausam drin. Er sagt, die Zeit 12 Minuten, das machen wir noch. Vorbereiten. Wir müssen das Buch zusammenkriegen. Oh ja, Mai, das kriegt man hin, das Büchle zusammenzukriegen. Ja, und zwar folgendermaßen. Wir schieben das hier rüber, Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, und dann zack, haben wir es auch schon. Easy. Ich habe zwar etwas anders geplant, aber die Richtung war dieselbe. Ich hatte sie jetzt eher rechts davon gebildet als links, aber ja, okay. Habe ich ein kleines Ticken-Ding übersehen, aber gut. Aktivieren? Ja, let's go. Energie. Ne? Nicht vergessen. Und da fliegt er. I believe I can fly. Tja, das wäre dann die Antwort auf die Frage, ob er es noch weit bringt mit der Fliegerei. Du meinst wohl hoch? Oakland Center, Cactus 135, Cruising Flight Level 390. Cactus 135, Oakland Center, Altimeter Setting Blasia. Altimeter 3007, Cactus 135, Alt. Siehst du, Grünschnabel, du musst dich nur an die Regeln halten und die richtigen Funkwörter benutzen. Jedes einzelne Mal. Captain Ernst. Selbst wenn du nicht am Funkgerät sitzt, zu Hause mit deiner Frau.
Aber die Oberausbilderin meinte, sehe ich aus wie die Oberausbilderin? Hat ihr Gesicht so einen preisgekrönten Schnurrbart wie meins? Glaub nicht, dass ich es dir einfach mal nur, weil ich dein erster, weil das dein erster Flug bei uns ist. Als mein Co-Pilot möchte ich von dir stets nur zwei Dinge hören. Und zwar, jawohl, Captain. Und Fahrwerk ausgefahren. Ah, er hat's einfach übernommen. Guter Witz, Sir. Sehe ich etwa aus, als würde ich Witze machen? Nein, natürlich nicht, Sir. Was habe ich dir über die einzigen zwei Dinge, die ich von dir hören will, gesagt? Jawohl, Captain. Also, sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Fahrwerk ausgefahren? Verflixt. Immer schicken sie mir die hirnlosen Schönlinge. Ach Gottchen. Das ist doch nicht euer Ernst. Nun ja, du weißt ja, die Erinnerungen, dass Erinnerungen manchmal zur Übertreibung neigen. Hoffe ich zumindest. Notiz Captain Ernst erhalten. Okay. Preisgekrönter Schnurrbart. Alles klar, dann wissen wir das auch. Macht er immer noch Tagebucheinträge in diesem Ding? Es ist nur eine Checkliste zur Flugvorbereitung, die dort angeklebt worden ist. Ja, passt doch. Gute Vorbereitung ist immer wichtig. Und ja, nachdem wir jetzt 16 Minuten haben, würde ich sagen, könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, dass das hier das Folgenende ist und dass wir hier beim nächsten Mal weitermachen, wenn es wieder heißt Let's Play Finding Paradise. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute.